Ein recht herzliches Hallöchen. Ich bin's mal wieder, euer Matze für Master LP. Wir machen heute mal weiter mit unserer Hopfenernte, dass wir die endlichen Hopfen wegkriegen. Wir müssen halt noch ein bisschen was schaffen, daher ist halt die vollste Fläche. Und die müssen wir halt noch runterbeißen. Dann können wir halt uns auch irgendwas anderes betätigen. Auch dieser Part wird heute viel auf Bodenwartung gehen. Daher hauen Sie mit. Dann machen wir die hier mal auseinander, fahren das erste Vollwände. Dann wird auch schön stehen, der lieber Tascher, weil der ja schon mal voll ist. Aber wir müssen halt mal langsam einen Anfang finden, so dass wir hier zeitnah und zügig durchkommen. Dann wird er halt ein bisschen stehen bleiben, der Troscher. Oder wir fahren ab. Wir fahren schnell zum Troscher, lassen ihn abtanken und dann ist auch schon gut für den. Dann kann man die Vorgewände fertig machen hier oben. Dann fahren wir unten das Vorgewände an. Dann muss er halt mal warten, der Liometrascher. Aber wie gesagt, im letzten Part habe ich schon gesagt, dass wir hier Weizen hinstellen. Wir werden auch hier Weizen wahrscheinlich hinstellen. Dass wir einen Überschuss an Weizen haben und dann. Der halt warten, der hier wartet auch schön. Ach, wir wollten auch noch ins Grasgeschäft einsteigen, dass unsere Kühe ein bisschen Gras haben. Das müssen wir halt auch noch machen, aber wir haben wirklich reichlich zu machen hier, deswegen werden wir uns erstmal um unsere Vorwände kümmern, so dass wir hier zügig lang hinkommen. Dass wir jetzt die Flächen hier fertig kriegen. Daher müssen wir uns halt mal wieder mal ein bisschen sputen. Aber draußen wird es gerade wieder richtig dunkel. Ich denke mal, die nächste Schlechtwetterfront kommt. Daher machen wir jetzt ja ein bisschen im Spiel ein bisschen lang hin mit der Ernte. Draußen kann man bei Regen leider nicht machen, weil alles zu nass. Das verdirbt uns alles. Und ihr wollt kein schlechtes Essen essen. Wenn wir uns hier drinnen mal ein bisschen bewegen im Spiel. Außerdem bin ich auch andererseits noch ein bisschen beschäftigt. Aber nichtsdestotrotz werden wir hier noch ein bisschen weitermachen mit unserer Produktion. Dass wir hier wenigstens noch einen kleinen Vorrat haben. Wenn es bläst, wenn das Wetter wirklich besser ist. Dass wir da noch ein bisschen, dass ihr noch ein bisschen was sehen könnt. Aber wir müssen halt das Vollwände hier fertig machen. Und daher müssen wir uns jetzt mal ein bisschen sputen wieder. Und unser Metrisch hat auch schon mal fast 70% drinne. Aber wie gesagt, den Hopfen brauchen wir ja. Dann wisst ihr, was wir als nächstes machen. Gerste, dass wir die in Gange kriegen. Die Anlagen in Gange kriegen. Reichlich produzieren, produzieren, produzieren. Wir brauchen ja wirklich noch ein bisschen reichlich Money. Denn die Felderkosten sind ziemlich hoch. Daher werden wir uns nicht meckern. Müssen wir lieber ein bisschen ranklotzen. Und dann beißen wir uns nämlich durch hier. Machen die Flächen fertig für unsere nächste Saat. Aber wir lassen jetzt
wird auch doof, wenn unser Helfer was kostet. Wir schmeißen uns jetzt die Fuhre drauf. Aber lassen wir den Helfer stehen. So dass wir wenigstens das Feuerwende fertig kriegen. In diesem Part. Also schmeißen wir jetzt uns die Fuhre voll und dann lassen wir ihn stehen. Wir machen jetzt erstmal das Feuerwende fertig, dass wir da weiterkommen. Aber wir müssen uns jetzt einmal beschäftigen hier mit Feuerwende. Daher sputen wir uns auch mal aus Feuerwende, so dass wir das fertig bekommen. Entschuldigung. Aber wir machen jetzt hier weiter mit unserer Feuerwende. Und in dem Sinne werden wir jetzt hier nochmal runterfahren. Helfer und dann lassen wir den nämlich wieder hochkommen, dann können wir auch kurz den wo ist denn wir müssen uns noch ein paar Kubikmeter Hopfen machen. So, dass wir wenigstens die Fuhre voll haben, daher Abmarsch in Hopfen, schneiden wir per Hand runter. So dass wir wenigstens noch mal 10 Kubik mehr drin haben, dass wir den Helfer weiter bedienen können. Aber es läuft ziemlich schnell voll. Also bevor wir da, werden wir fast hinterfahren können. Und dann nochmal umdrehen. Ja, müsste seine Zähne drin haben, beziehungsweise Sieme, es hochkommt. Dann kann man nämlich zeitnah mal die Fuhre noch wegfahren und dann haben wir auch das Feuerwende fertig. So. Haben wir unser 7 auch drin, aber unser Helfer müsste auch so weit sind, dass er ist. Balle, also drehen wir noch um, so dass wir demnächst hier den Helfer wieder aktivieren können. So, aber wir schmeißen uns jetzt die Fuhre voll. Wir hätten bloß 4 gebraucht, aber haben 7 gemacht. Daher werden wir uns gleich um unseren Helfer kümmern, der uns das Feuerwende fertig macht. Daher müssen wir uns drum kümmern. Das ist ein bisschen sputen. Ich denke mal, der ist schon mal oben, daher. Und wir haben Turbo Autolock drinne. Großer Helfer, da. Was hat denn der für Mist da unten gemacht? Der hat doch hier schon mal reichlich Mist gebaut. Also werden wir jetzt genau ausbügeln, dann werden wir hochfahren und dann das Feuerwende fertig machen hinten. So. Dann haben wir nicht das. Die seid auch schon sauber. Wir werden dann drüben das Feuerwende richtig schön durcharbeiten, sodass er hier durchfahren kann. Dann werden wir den anderen Helfer noch aktivieren müssen mit noch ein bisschen Weizen. Ansetzen und Helfer rein. Dann macht nämlich erstmal die erste gerade Bahn. In der Hoffnung, dass er durchfährt. Dann kann man nämlich da drüben noch das Feuerwende fertig machen. Und dann kann man den Hopfen wegfahren und nebenbei den Helfer wieder aktivieren. Wir müssen wirklich noch ein bisschen was schaffen hier, deswegen haben wir nicht viel Zeit.
Wir wollen ja viel machen, aber die Zeit rennt uns leider weg. Deswegen müssen wir uns mal ein bisschen sputen. Wenn wir denn an der Brauerei sind im nächsten Part, werden wir denn aber auch schon den Helfer wieder aktivieren für Mähdrescher, dass der uns weiter schön den Raps runterbeißt. Die letzten zwei Flächen noch, denn habe ich jetzt Raps gesagt, ich meine Hopfen, dass uns Hopfen runterbeißt. Nur dass wir da weiterkommen. Denn wir müssen wirklich noch ein bisschen was hier erwirtschaften, dass wir uns das nächste Feld uns gönnen können. Je mehr Felder, je mehr Ernte haben wir, je mehr Produktion haben wir, je schneller wird das Geld kommen. Daher werden wir uns heute mal ein bisschen sputen müssen und wenigstens was schaffen. So. Jetzt haben wir die auch schon mal fertig. Jetzt kann man den Helfer aktivieren. Und lassen den Helfer laufen. So. Helfer rein, in der Hoffnung, dass er jetzt durcharbeitet. Aber wir müssen hier uns den Helfer noch mal ein bisschen uns drum kümmern. Wie gesagt, wir machen jetzt die Fläche hier noch fertig. Noch mal mit Raps. Raps. Gleich machen. Aber wir machen Weizen noch mal hin. Deswegen müssen wir uns jetzt mal ein bisschen sputen. So, dass wir hier die wenigstens die Fläche runter noch betrillt kriegen. Dann werden wir da unten wahrscheinlich schon mit Raps anfangen. Denn wir brauchen ja wirklich Zeug. Bis zum Umfallen. Aber wie gesagt, die anderen, wir schmeißen auch das Zeug raus wie sonst sowas. Wir müssen halt die Produktion wieder in Gange bringen. Müssen noch Mist fahren. Wie gesagt, unsere Sägewerk noch komplett leer fahren von Hackschnitzeln. Das steht nämlich auch noch mit an. Deswegen müssen wir uns noch mal ein bisschen sputen heute. Dann müssen wir unsere Schweine noch ein bisschen glücklich machen. Aber dazu werden wir erstmal ein bisschen Raps noch hier brauchen. Dass wir da weiterkommen und. Aber wir machen meist einmal schnell das Feuerwende fertig. So dass wir den nächsten Part denn den Helfer wieder aktivieren können. Und dass wir hier vernünftig durcharbeiten können. Haben wir also noch ein bisschen reichlich zu tun. Dann müssen wir nämlich zeitnah die andere Fläche wieder bestellen. So dass wir da weiterkommen mit der Ernte. Dass wir dann reichlich Raps haben. Ja, auch einen Überschuss, den wir anbauen müssen. Bisschen eigentlich Raps haben diesmal, denn wir brauchen ja an mehreren Stellen Raps, bei den Tieren, bei den Schweinen brauchen wir ein bisschen Raps. Ich will ja nicht unbedingt das teure Schweinefutter kaufen, daher
Wir noch ein bisschen Raps uns drum kümmern. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze85LP. Tschüssi.